But I'm ballin', I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin', closing $1 million deals. Catch me swerving, burning $100 bills. Servus Leute, willkommen zurück bei LK Lifting. Ich zeige euch heute mal, was bei mir so den ganzen Tag zu essen gibt. Ihr habt es euch ja gewünscht. Lisa ist heute leider nicht da, ich habe gerade Prüfungsphase und ich nehme euch heute einfach mal mit, was ich so den ganzen Tag esse. Dann gehen wir noch ins Gym, vielleicht zum Friseur. Gelernt muss auch noch werden. Gelernt muss auch noch werden, ja. Genau. Bei mir gibt es jetzt auf jeden Fall 100 Gramm Haferflocken, 250 Gramm Mango, tiefgefroren und aufgetaut. Hier unten ist noch Passionsfrucht drin, eine Banane, Zimt. Und dann das Ganze noch mit Mandeltrink aufgefüllt, ungefähr so 350 bis 400 Milliliter. Ich habe jetzt keine Waage da, die ist leider bei Lisa, deswegen wird das hier alles ein bisschen nach Augenmaß gemacht. Und ganz wichtig, vom Essen, wenn ich aufstehe, gibt es immer erstmal Wasser, um einfach den Körper anzuregen, gut in den Tag zu starten, ungefähr 500 Milliliter und dann das Essen. Also bleibt dran, bis später. Ganz vergessen zu sagen, ich mache auch noch ein bisschen Stevia rein, um die Süße ein bisschen hervorzubringen. Einfach so ein paar Spritzer. Zack, 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 zack. Dankeschön für das positive Feedback, was bis jetzt auf das letzte Video kam. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es unbedingt mal ab. Und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt weiche ich noch ein paar Linsen ein. Die kosten 2,50 Euro für 2,5 Kilo. Also wirklich gut geeignet für Studenten. Preislich perfekt. Jetzt haben wir die Makros auf 100 Gramm, 29 Gramm Eiweiß, 57 Gramm Kohlenhydrate und 1,3 Gramm Fett. Und ich gönne mir immer so ungefähr 250 Gramm. Ich glaube, das sollte reichen. Lisa hat halt zurzeit meine Waage, deswegen wird bei mir in 2 Wochen alles ein bisschen abgeschätzt. Die werden jetzt eingeweicht, mit Wasser schön bedeckt und dann bis heute Abend ziehen gelassen. So sieht das Ganze dann aus. Einfach Wasser drauf, Decke wegstellen, fertig. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Fitnessstudio und auf der Fahrt erzähle ich euch noch kurz, wie es bei mir so zurzeit aussieht, zwecks Training. Der ein oder andere hat es vielleicht schon über Snapchat oder Instagram mitbekommen, dass ich halt auf der deutschen Meisterschaft im September leider nicht teilnehmen werde. Grund dafür ist, dass mein unterer Rücken seit jetzt anderthalb Monat ein bisschen Probleme macht. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, an was es genau liegt. Entweder Muskelentzündung, Faszienverhärtung, was auch immer. Ich bin zurzeit ein bisschen dabei, das zu beheben. Gestern konnte ich das erste Mal Kreuzheben von einer Erhöhung machen. Das heißt, sowas wie Rack Pulls, bloß halt auf Platten und nicht ganz so hoch. Also einfach das Gewicht auf, blendet euch ein Bild ein. Mit 200 Kilo auf 5 Wiederholungen Sumo Kreuzheben bin ich schon mal recht froh drüber, dass ich überhaupt wieder in dem Bereich heben kann. Auf jeden Fall werdet ihr mitgenommen. Ich denke mal, in den nächsten Monaten wird es wieder bergauf bei mir gehen. Zwar jetzt schade, aber Gesundheit geht natürlich vor. Und ihr werdet auf jeden Fall informiert. Bleibt dabei. Was dich aufgefragt, was sind der Reis? Ich wollte nicht, dass du es weißt. Allein zu Haus, das mich vermisst. Und nicht gefragt, was du noch für mich willst. Nicht gefragt, was du noch für mich willst. Hause, bist immer nur du. Hause, bist immer nur du. So Leute, bei mir gibt es noch einen Cold Brew vom Training. Und zwei
Brownie. Sag solche Dinger, die sind richtig krank. Die sind richtig krank. So Leute, wir sind jetzt im Fitnessstudio. Jetzt wird ein bisschen gedrückt. Vorher gibt es noch ein kleines Pre-Workout. Ich habe gerade schon, wie ihr gesehen habt, den Kaffee mir reingezogen. Jetzt gibt es noch ein paar Alpha Minus vom ProFuel. Gibt es übrigens mittlerweile auch bei Gesundes. Rabattcode LK10, blende ich euch ein. Bisschen Beta-Alanin und Kreatin. Wir drücken heute mal wieder ein bisschen mit der Slingshot. Und ja, ich zeige euch ein paar Ausschnitte. So Leute, ich bin jetzt aus dem Training zurück, hab ein paar kleine Ausschnitte gesehen. Bei mir gibt es erstmal direkt 3 Bananen. Und ganz nach dem Motto, an apple a day keeps the doctor away, gibt es jetzt noch einen Apfel, bevor es das Hauptessen gibt. So Leute, wichtig bei den Linsen, immer abgießen und dann mit neuem Wasser kochen. Noch ganz kurz, warum ich das Einweichwasser wegkippe. Und zwar lösen sich in dem Wasser sogenannte Saponine. Das sind so schwerlösliche Stoffe. Die sorgen sonst dafür, dass es beim Kochen so aufschäumt. Die sind für den menschlichen Körper nicht ganz so gut verdaulich. Und außerdem lösen sich noch andere Schwebstoffe, schwerverdauliche Substanzen, die dann halt, sag ich mal, zu unerwünschten Blähungen führen könnten. Deswegen einfach wegkippen, neues Wasser nehmen und dann läuft es. So, zu dem Ganzen gibt es jetzt noch 250 bis 300 Gramm Nudeln dazu. Dort mache ich mal ordentlich Salz an, weil die sonst einfach nach nichts schmecken. So, währenddessen das Ganze hier so vor sich hin köchelt, schneide ich jetzt schon mal die Avocado zurecht und die Tomate. Das ist Marmelade von meiner Mutti. Da mache ich einen Teelöffel davon rein für die Süße. Und dann noch einen Schluck hiervon. Süß-saure Soße. Richtig geil. Da ich jetzt leider keinen Ketchup mehr da habe, einfach ein bisschen Tomatenmark. Und das soll es dann auch tun. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Jetzt ziemlich viel. Das ist jetzt meine Hauptmahlzeit für heute. Die Kalorien und alles von den ganzen Tag heute blende ich euch dann gleich noch ein. So sieht das Ganze dann am Ende vom Tag aus. Wir haben jetzt hier 95 Gramm Fett, knapp 700 Gramm Kohlenhydrate und moderat Eiweiß und sind dann am Ende bei 4200 Kalorien. Mein Frühstück seht ihr ja hier. Habt ihr alles gesehen? Hauptmahlzeit zum Abend hin, nach dem Training. So sieht es bei mir eigentlich immer aus. Das relativ viel Fett kommt dadurch zustande, dass ich halt meinen unteren Rücken gut regenerieren lassen will. Und da ist relativ viel Fett auf jeden Fall von Vorteil. Aber natürlich immer darauf achten, dass auch die Fette von gesunden Quellen kommen. Gut, die Starbucks Brownies waren jetzt nicht ganz so gut für den Fetten, aber dafür gibt es jetzt noch ordentlich Avocado. So sieht es bei mir aus.
Ich gucke mir jetzt nebenbei noch ein bisschen YouTube an und dann war es das für mich heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.